Hallo. Ja, ich bin hier gerade in einem schönen Hotel im Engadin in Pontresina. Vielleicht kennt es ja einer von euch. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Aber hier gibt es ein wunderbares Kuchenbuffet. Und da habe ich jetzt meinen Sohn dazu eingeladen. Und wollte jetzt mal das versprochene Live-Video gleich machen. Und zwar zum Thema Luxus und Dekadenz, oder? Ich setze mich mal hier hin. Ich sitze jetzt hier auf der Raucherterrasse. Es ist niemand da. Es ist wunderschön da drin. Ich werde nachher auch gleich noch ein paar Bilder posten. Und zwar, ja, was ist Dekadenz? Was ist Luxus? Wie viel Geld soll man haben? Oder wir hatten ja den Post auch heute vom Arlberg, dass dort halt auch immer mehr dieser Luxus Einzug nimmt, wie natürlich hier auch in St. Moritz, ist ja schon als Luxusdestination positioniert, seit Menschengedenken, oder? Das haben wir vor ein bisschen mehr als 100 Jahren. Die Engländer haben St. Moritz entdeckt als Skiort. Das war eine Wette mit dem Caspar Bad Rutt, wen es interessiert, und der hat eben gesagt zu seinen Gästen, der hatte das erste 5-Sterne-Hotel in St. Moritz, und er hat zu seinen Gästen gesagt, die nur erst im Sommer hier waren, wenn ihr mal einen ganzen Winter hier bleibt, dann, wenn ihr vorher abreist, dann müsst ihr bezahlen, und wenn ihr den ganzen Winter hier bleibt im Engadin, lade ich euch ein, oder irgendwie so war die Wette. Auf jeden Fall war das der Ursprung, ja, des Luxus respektive. Natürlich konnten sich früher auch nur die reichen Leute überhaupt Urlaub leisten. Heute sieht es natürlich auch so aus, Winterurlaub ist wahnsinnig teuer. Das muss man schon so sagen. Also bei uns, da gibt es ja jetzt auch diese Tickets, je früher du die kaufst, wie beim Flugzeug, die Tickets für die Bergbahnen, desto günstiger sind sie, aber wenn du sie halt last minute kaufst, dann kann es schon mal sein, dass du 100 Franken für eine Tageskarte bezahlst. Es gibt Spezialdeals, es gibt Spezialarrangements, wo das Ganze dann günstiger wird, aber alles in allem ist natürlich ein Skiurlaub schon eine so oder so teure Sache, ob du das jetzt in einem Luxushotel machst oder nicht. Aber so meine Haltung zu Luxus hat sich auch eigentlich in den letzten Jahren verändert, weil es ist wirklich alles nur so, wie wir es sehen und wie wir es beurteilen. Und wenn wir natürlich Vorurteile haben gegen Leute mit viel Geld, wie die sich verhalten, was sie für einen Charakter haben, dass sie dekadent sind, dass sie egoistisch sind, dass sie ausnützerisch sind und so weiter und so fort, dann ist es ganz logisch, dass wir uns abgestoßen fühlen von Luxus und dann auch von allem, was sich darum dreht, oder? Von Luxus und auch halt dem vielen Geld. Aber wenn du das ganz, ganz anders siehst, wenn du eben diese Seite und diese ganzen Vorurteile einfach nur wegpackst und den Luxus einfach nur die Schönheit siehst. Die Schönheit, wo sich Leute wirklich die Mühe machen, schöne Dinge zu kreieren, schöne Dinge zu erschaffen, dir schöne Dinge zur Verfügung zu stellen und dann auch auf der gleichen Seite bereit dafür sind, auch dementsprechend entlohnt zu werden für alle Mühe, alle Energie, die sie da reingesteckt haben, dann ist es eigentlich für mich gerechtfertigt, dass es teure Dinge gibt, die eben mit mehr Energie unterwegs sind als irgendwelche anderen billig, herzlos und erbarmungslos produzierten Dinge. Und ich glaube, mehr und mehr erkennen wir auch den Unterschied und mehr achten wir auch darauf, auf die Energie der Dinge. Was ist die Energie dahinter, hinter den Angeboten? Was ist die Energie ganz einfach hinter einer Unterwäsche oder hinter einem Mantel oder so. Das entscheidest halt du auch immer noch selber, und es kommt wirklich darauf an, was du wissen möchtest über das Produkt, oder?
Manche möchten überhaupt nichts wissen und freuen sich an dem und dem, aber das ist so unterschiedlich. Aber ich glaube, meine kurzgefasste Antwort ist, es sollte einen nicht abstoßen, die Sache per se oder schöne Dinge per se oder teure Sachen per se oder Geld per se. Im Gegenteil, man sollte alles aus der Perspektive der Energie sehen und da hineinspüren, was für eine Energie steckt hinter den Angeboten, was für eine Energie steckt im Hotel, was für eine Energie steckt in was auch immer ich konsumiere. Was ist mir wichtig? Und mehr Energie, mehr Geld. Und für mich ist Geld nichts anderes als Energie. Und wenn ich Energie habe und gebe und nehme, dann ist es für mich eigentlich nichts, was bewertet werden muss. Wenn ich anfange, in Bewertungen reinzugehen und Dinge abzulehnen, aus irgendwelchen Gründen, dann lehne ich meistens nicht die Dinge ab, sondern ich lehne die Gründe ab oder ich lehne die Hintergründe ab. Und da will ich euch anregen, vielleicht mal dahinter zu gehen und auch die Vorstellung, ja, ich kann niemals reich werden oder ich kann mir das niemals leisten oder ich bin irgendwie, keine Ahnung, Lehrerin und verdiene so und so viel, wie soll ich mir jemals so etwas leisten können? Wenn wir natürlich mit Newtonschen Weltansichten durchs Leben laufen, dann kommt uns da keine Antwort in Sinn. Aber wenn wir quantenphysisch denken, wenn wir wirklich über unendliche Potenziale mehr Bescheid wissen, wenn wir über Energie mehr Bescheid wissen, wenn wir tatsächlich wissen, dass das Leben eben nach ganz, ganz anderen Regeln funktioniert, dann gibt es niemanden, der nicht reich werden kann. Es gibt nur jemanden, der nicht für den Weg offen ist, um zu Geld, um zu Reichtum zu kommen, wenn er möchte. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Und in Amerika ist dieser Spirit ja noch viel lebendiger, vom Tellerwäscher zum Millionär, oder? Das ist das Gang und Gäbe, das ist akzeptiert, das ist möglich. Bei uns in unseren Kulturkreisen ist es eine Sache, ein Paradigma, das nicht als möglich erachtet wird, also ist es nicht möglich. Also versucht man sich das auch madig zu machen, weil man ja nicht enttäuscht sein will, dass man derjenige ist, der eben diese Möglichkeiten nicht hat. Aber ich bin ganz, ganz fest überzeugt, dass wir alle die Möglichkeit da haben, alles zu machen und alles zu verwirklichen, was wir uns wünschen. Wir machen uns nur selten die Mühe, zu schauen, was es wirklich braucht. Und was es braucht, ist eben eine Persönlichkeit, ein Sein, ein Ich, ein Seinszustand, der diese ganze Sache für möglich erhält, der die ganze Sache spüren kann, fühlen kann und natürlich, der diese Dinge liebt. Weil was du verdammst, kannst du nicht haben. Das ist ganz einfach so. Du kannst nichts verdammen und meinen, du wirst damit glücklich. Du kannst auch nicht deinen Ehemann verdammen und meinen, du wirst mit ihm glücklich. Das wird nicht gehen. Genauso wenig kannst du Luxus oder viel Geld verdammen und meinen, du wirst damit glücklich mit dem Geld, das du hast. Dann findest du auch das bisschen Geld, das du hast, findest du zum Kotzen, wenn du Geld per se verdammst. Also, das sind meine Perspektiven. Da gibt es natürlich, ich könnte noch stundenlang drüber reden. Aber denkt euch einfach mal, was ist denn der wahre Grund, warum mich die Dinge triggern? Was regt mich denn wirklich dran auf? Und dann wirst du schon merken, was du wirklich gerne möchtest. Das ist das Schöne an diesen Triggern, was du am meisten verabscheust. Dahinter ist dieser Golden Nugget der Klarheit, der dir sagt, was du möchtest. Und das suchen wir ja alle. Wir suchen ja alle unsere Berufung, wir suchen alle unser Glück, wir suchen alle unser Wohlfühlen, wir suchen alle unsere Erfüllung. Und wir wissen meistens nicht mal, wo die liegt. Denn wenn wir wissen, wo sie liegt, dann können wir es haben. In diesem Sinne, jetzt wird es langsam dunkel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und macht mit bei der Challenge. Das ist ein wichtiger Schritt darin, dass du ein klares Selbstbild von dir hast, wie du eben auch wer du in Bezug auf Geld sein möchtest und wer du in Bezug auf Luxus sein möchtest. Weil du entscheidest. Du entscheidest, du wählst aus. Ganz, ganz einfach nur das. Also, schönen Abend. Ciao, ciao.